kann natürlich jetzt auch, also man sieht, wir haben sowohl einmal jetzt ein Schiff im Space, wir können das Schiff aber auch hier in der Station zwischenlagern. Wir wollen natürlich unser Schiff noch mal ein bisschen bearbeiten. Sagen Modify und wir müssen auch den. Ich will nicht mehr auf den Schiffnamen wieder mal. Jetzt blicken wir noch mal kurz auf den Schiff Editor. Wiegt 38,47 Kilotonnen. Auch eine ganze Menge. Maximale Geschwindigkeit 126 Meter pro Sekunde. 108 Rotation Speed kann bis zu 400 hochgehen. Und wir haben 6354 Hüllenstärke. So, kann ich das Schiff denn wirklich nirgendwo... Ah, man kann die Lichter an- und ausmachen. Paint Mode. Genau, man kann hier, wir können jetzt aber da kurz durchgehen. Wir können hier natürlich die, die Inneneinrichtung verändern. Können dann natürlich dann auch hier nochmal auf die verschiedenen Ebenen hochgehen. Ist natürlich ein bisschen umständlich, weil wir jetzt ja natürlich wirklich ein Schiff haben, was jetzt schon komplett fertig ist. Das heißt, wir haben es halt nicht von Anfang an von Null auf gebaut. Wir können natürlich auch Props bearbeiten, also irgendwelche Leitern einbauen oder Stockwerke und so weiter. Den Exterior Mode ist dann die Außenansicht, also wenn wir außen irgendwas dran basteln wollen an unser Schiff, zum Beispiel Solarpower-Modul oder Waffen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Das stimmt. Genau, natürlich auch noch ein bisschen, auch wir können, ach, ein Strohlicht können wir hier nochmal irgendwo nochmal ranbringen, das leuchtet dann schön. Ist natürlich nur die Frage, wie ich das Ding hier drehen kann. Naja, das testen wir im Detail auch nochmal. Also jedenfalls können wir auch Strobolichter hier ranbringen, damit uns auch jeder aus noch so weiter Entfernung direkt schon anfliegen sieht. In die Weltraumdisco. Ja. Ah, hier unten haben wir aber schon Strobo, genau. Ja, Weltraumdisco. Genau, das ist unser schönes kleines Schiff. Ziemlich scheiße gebaut vom Design her, finde ich. Ja, ich gefallen so. Tut mir das auch nicht so sehr, aber nee. Da kann man ja hinterher noch dran rumspielen. Genau, genau. Da haben wir natürlich hier noch so einen Power-Mode. Wir haben verschiedene Devices, Engines, die wir alle ansteuern können. Da muss man aber eigentlich auch gar nicht so viel machen. Zumindest am Anfang noch nicht, soweit ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Weil ich meine, dass alles miteinander verbunden ist. Man muss jetzt nicht irgendwie Kabel verlegen oder sonst irgendwas. Verbindungen ziehen, ja. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Bin nicht ganz sicher, aber das wird schon alles... So. Ja, jetzt die Frage, wie ich das natürlich umbenennen kann. Das habe ich gerade auch noch nicht gefunden. Würde mich auch interessieren. Tja. Dann kann ich wahrscheinlich nur ein Schiff verschrotten. Naja, gut. Vielleicht können wir es auf dem Schiff direkt machen. Ich werde jetzt erstmal die Sachen auf das Schiff raufbeamen. Wo ist denn der Teleporter? Hast du den gesehen, Picke? Es gibt zwar irgendwie so einen Waren-Teleporter oder sowas. Ja. Ich habe es aber immer so gemacht, dass ich die Sachen im Inventar hatte und mich dann selbst aufs Schiff rüber teleportiert habe. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, wo dieser... Ich weiß, dass es das gibt im Spiel. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der hier verfügbar ist. Wenn das Tutorial spielt, sieht man das ja auch. Ich gucke nochmal in der Mining Bay jetzt eben nochmal. Vielleicht finden wir den Teleporter, liebe Zuschauer. Das wäre natürlich immer interessant. Hier ist Maintenance. Ach, Assess the Night. Wenn hier irgendwas... eine Tür verschlossen ist, kann man natürlich auch mal hingehen zum Device Manager mit Tab. Der ist aber... Schade, ich glaube... Den kriege ich wahrscheinlich nicht auf die Tür hier. Nee. Schade, das habe ich nicht ausreichend Rechte. Kein Spruch von Picke. Ja. Das verknall ich mir jetzt mal. Aber hier ist... nee, Trade and Arrival ist ja was anderes. Ist das hier ein Transporter? Nee, ich glaube, das sieht auch nicht so ganz nach einem Transporter. Ach doch, hier ist einer. Ah, wirklich? Ja, und ich glaube, das gelb markiert ist, glaube ich, mein Schiff immer, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon, genau. Ja. Also hier haben wir den Transporter. Jetzt können wir hier unsere Sachen ablegen, die wir aufs Schiff transportieren wollen.
klicken das an und können jetzt auch auswählen, wohin wir es packen wollen. Zum Beispiel Fuel Storage und Life Support Hydrogen Tank. Da können wir dann die Sachen direkt hin teleportieren. Die gehen jetzt hier rüber. Flupp. Jetzt haben wir eins, also wir haben jetzt das Hydrogen, haben wir jetzt reingekippt auf unser Schiff. Da passt dann ein bisschen mehr rein. Und den Rest transportieren wir jetzt erstmal in die Mining Bay, ins Cargo Pad. Ha! Ich hab noch einen draufgelegt bekommen, schnell. Kurz bevor er gebeamt hat. Wahrscheinlich ist meine Hand jetzt auch abgeflogen. Ja, die ist jetzt auch in dem Cargo Pad auf deinem Schiff. Genau, ich glaube, wir brauchen noch mehr. Ich brauch noch mehr Hydrogen, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. Und ich nehme natürlich jetzt auch das Ganze mal hier mit, was ich hier sonst noch so finde auf der Station. Also alles, was ihr so seht, liebe Zuschauer, und mitnehmen wollt, packt es ein und freut euch drüber. So. Teleport. Auch da kann man natürlich ein bisschen variieren, dass man halt sagt, in das eine Cargo-Pad packe ich nur Eisen rein, in das andere packe ich nur Kupfer rein, in das andere packe ich nur Sauerstoff und so weiter. Genau, so mache ich es gerade auch auf meinem Schiff. Ja. Ich glaube, man kann die Cargo-Pads auch umbenennen, ne? Meine ich zumindest. Ich glaube schon. Müsste man mal in den Schiff-Editor gucken. Ja. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Wasser. Genau, unser Ziel ist natürlich, dass wir irgendwann nicht mehr auf die Station hier angewiesen sind, sondern das alles selber machen können. Das wäre natürlich ein Traum. Das wäre cool, ja. Also Teleport sieht auch cool aus. Also das ist schon echt nice gemacht, finde ich. Wenn man jetzt so Waren transportiert. Gefällt mir auch. Das Spiel gibt es für, ich glaube, 14 Euro im Moment, gerade 14, 15 Euro bei Steam. Also auch mal so für zwischendurch eine feine Sache, wie ich finde. Und ja, wir teleportieren uns jetzt mal auf unser Schiff drauf. Kann ich mich aus dem Cargo Bay selber transportieren? Das will ich jetzt mal testen hier. Moment. Nein, ich bleibe einfach stehen, okay. Gut, dann muss ich die Transporter selber suchen. Genau, also so, auch Weltraumschlachten sind ja theoretisch möglich, mit eigengebauten Schiffen. Und, wo jetzt? Ach, da unten ist der Teleporter. Genau, jetzt teleportieren wir uns unseren eigenen Körper mal rüber hier. Man sieht jetzt halt, wo wir uns hin teleportieren können. Wir haben natürlich nur einen Teleporter, okay. So. Target Teleporter only has a range of 500 meter. You may not be able to return. Okay. Das stand bei mir aber gerade auch. So, jetzt läuft den Countdown runter, wir können uns reinstellen und wupp. Schon sind wir auf dem Schiff. Mensch, das ging ja schnell. Teleportation ist schon was Cooles. So, jetzt gucken wir mal, wo Pick ist und vernichten ihn. Verhack dich. Genau, das ist unser fantastisches, schönes Schiff. Ist alles schon verbunden. Hier können wir nochmal aus dem Fenster rausgucken. So. Das ist der Kapitänssessel, auf den wir uns leider noch nicht setzen können. Aber wir steigen als Pilot mal ein. So. Jetzt können wir navigieren. Jetzt muss ich mal gucken, wo Picke ist. Wo ist denn dein Schiff, Picke? Tja, das wüsste ich jetzt gerne. HSC Excavator MK1. Mit T können wir es als Target setzen. Also nur als Target, dass wir eine Wegmarkierung, meine ich jetzt, ne? Alter, ist mein Schiff schnell. Bist du das hier, Picke? Ich weiß nicht, wo du gerade hinguckst. Fliegen dir gerade Raketen um die Ohren? Nee. Okay. Also ich gucke jetzt gerade. Also ich schieße auch keine Raketen. Davon abgesehen. Ich glaube, es gibt hier noch ein drittes. Also wir haben dreimal dieses Schiff. Mhm.